Vor allen Dingen, das Schöne ist, das Schiff auch doch richtig gesegelt. Ja. Viele von den Touristenseglern heutzutage werden kaum noch richtig gesegelt, fahren meistens mit der Maschine. Ne? Und hier wird das noch gar nicht gesegelt. Das ist schön. Man segelt so zwischen die Inseln hier, oder? Ja. So viel Zeug in einem Röcken.
ist der Koch weggekappt. Der Kappe. Das ist ja Videokamera. Ein neues Modell. Ist das die von Becker? Ja, ja. Ja, aber die wollte ich manchmal auch zunehmen. Nee, oder? Nee, Sony. Sony? Nee, der Becker hat da auch zwei gekauft. Gestern. Genau die gleiche. Wer ist der Becker? Becker. Aber doch nicht auf dem Schiff. Hier steht aber Haifischsteher drauf, ne? Der links hat bloß hier 8 mm, ne? Der hat keinen Haifischsteher drin. Rechts und links. So, wir sind jetzt auf der Lilly Marleen, ne? Ein Kommentar von original sächsischen Steward Matthias May. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise, viel Appetit bei den wunderbaren Desserts und Schnitt. Thank you.
Ich kann es zu Hause frieren.
komm mal grad. Aus der großen
Schwächeeinfall. So, jetzt haben wir die in die linke Hand genommen, mit der rechten Hand haben wir die poliert.
die Fischmesser zu den Fischmessern, die kleinen Messer zu den kleinen Messern, große Messer zum großen Messer, Mittelgabel zum Mittelgabel und so weiter. Anders, das ist eine sehr schöne Johnny took the gun, and the gun was loaded. Pulled on the trigger, and the gun exploded. I need a bomb, I need a bomb. And he never pulled the trigger of the gun. Down by the sea, down by the sea. Water is growing, my home. Who can
Hey, Barry! Where's Christine? Okay, all right. When I come back, I'll give her a check. Can stand salty water as well. Yeah, well, then all around here it is salty. Yeah. Maybe where it's supposed to be, it's always salt water. But only very little. Very little. But as you get further up, then it gets real fresh. Yeah. But all around here can't seem salt like. Here it's, like, yeah, it's medium. So those mangoes right there are one of the longest lasting trees. Yeah. On this island. It lives for thousands of years. Really? Yeah, a real long time. You see it soaking, if the water never washed away. Yeah, like sequoia. And so you wait until they are gone? From the food. She's a police. So even though the certain part of the river you've seen the bottom. Yeah. Yeah, as I told you, it's not here. That's a mango bomb here. Came together with a mango. Mango. Das ist eine Mango und eine Mangrove zusammen. Also ah, deshalb, ist, aha. Ist eine Mangrove und das ja, ist ja. Kleinwetter. Genau. Die Mangrove grow very big fruits. Ja. Und das ist eine wahnsinnige Wurzel. Ne? Ja. Thank you.
Moin, Manchida.
Yeah. Got me there. Over there? Yeah. It's been old cemetery. Yeah.
welchem Land sie stammt, so? Direkt von China oder von wo? China. Aber ihr von der Küche macht hier so eine tolle Arbeit. Ja, ja, ja. Also die Küche ist ganz klein, quasi wie das vielen Personen gearbeitet. Ja. Ja. Aber wirklich tolle Arbeit. Thank you.
Mahlzeit.
Szene. Das können wir jetzt irgendwann machen. Wir haken. Langsam das Fall! Besonders wenn Jochen die Stopper macht. Thank you.
Also da im Valente haben wir ja diese Seenplatte, ne? Also sowas Schönes, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eines Morgens schwimmt da so ein Schwan da über den See rüber und er hörte aus der Ferne, wie einer ruft: Ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Der Schwan rudert rüber, guck, denkt der Trautmann auch nicht. Und er weiß, was du bist. Du bist ein grüner Laubfrosch mit einer roten Badehose, sagt er. Und sonst nichts. Schwan, Schwan bin ich, sagt er. Also bitte lass das. Auf einmal hört er wieder: Ich bin ein Schwan. Der wieder zurück, sagt er: Pass mal, ich habe Hunger heute Morgen. Normal bin ich nicht für Laubfrosche, sagt er. Aber ich würde, sagt er, Augenblick, sagt er. Komm mal her, mein lieber Schwan, sagt er. Komm mal. Nimm mal dein Schniebelchen und zück mal meine Badehose ein bisschen weg. Dann kannst du mal reingucken da. Der hin? Mein lieber Schwan. Siehst du? Setz sie da hin und hat. Hey, was ist das hier mit oben? Ich bestell zwei Cognac. Stell zwei Cognac, den gucken wir mal an. Greift in die Tasche. Holt den Frosch raus, setz ihn hin, macht das Maul auf. Ein Cognac rein. Zweiten trinkt er selber. Bedienung guckt. So, und noch zwei bitte. Wieder zwei hin. Frosch, Maul auf. Ein rein, ein für dasselbe. Dann kommt der dritte. Plötzlich wird sie neugierig, die Dino, hübsche Dame. Und sagt, sagen Sie mal, das mit dem Frosch, was machen Sie denn? Das ist doch völlig ungewöhnlich. Ja, ja, das ist auch ein ganz ungewöhnlicher Frosch. Das, dieses mit dem Trinken, das ist ja nur eine seiner kleinen Dinge. Aber der ist ungewöhnlich auf der ganzen Palette. Wieso, was kann er noch? Naja, also ganz besonders ist er natürlich im sexuellen Bereich. Und da ist er spitze, überhaupt nicht zu schlafen. Also, was macht denn eigentlich? Nee, das kann ich Ihnen jetzt alles nicht so erklären. Am besten ist, wann haben Sie denn frei? So gegen drei. Ja, dann gehen wir mal mit nach oben, dann zeige ich Ihnen das mal. Nee, dann führen wir uns das mal vor. Ja, die werden sich einig, gehen dann auch nach oben. Ja, was muss ich denn machen? Am besten, Sie ziehen sich aus, legen sich ganz nackt, ganz ruhig aufs Bett und dann zeigt er Ihnen das. Sie macht das auch, legt sich hin, er wieder in die Tasche, den Frosch auf den Bauch. Und da sitzt er nun. Und macht nichts. Was ist denn nun? Na los, sagt er. Frosch. Guck mal. Nichts. Überhaupt nichts. Mein Gott, Frosch. Mensch, gestern, das ging, die ganze Zeit ging das. Moment, warten Sie mal auf mich. Also, los, Frosch, jetzt los. Nee, und Frosch macht nichts. Und sie wird immer zappeliger und immer unruhiger. Da nimmt er den Frosch, knallt den in die Ecke, sagt er, du blödes Vieh, sagt er, einmal, ein einziges Mal zeige ich dir das noch, wie das geht. Der ist gar nicht schlecht. Nee. Sollte man drüber nachdenken. Ja, kostet nur einen Vorteil.